Weil heute der Martinstag ist, spiele ich euch die Geschichte vom heiligen Martin vor. Es war einmal ein römischer Soldat, der heilige Martin. Und wie jeder römische Soldat hat der heilige Martin natürlich einen Mantel gehabt. Und ganz wichtig, er hat auch ein Pferd gehabt. Und auf dem Pferd ist er in die Stadt geritten. Rupp, hopp, 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 hopp. Und beim Stadttor, da hat er einen armen Bettler gefunden. Der hat ein ganz fleckiges Gewand gehabt und einen ganz dünnen Schal. Er hat gesagt, brrr, es ist schon Winter und mir ist ganz furchtbar kalt. Brrr, heiliger, lieber Soldat, kannst du mir nicht helfen? Der heilige Martin hat überlegt und überlegt und überlegt. Er sagt, ja, ich kann dir helfen. Du kriegst die Hälfte von meinem Mantel. Und in die Hälfte vom Mantel, da konnte sich der Bettler gut hineinwickeln. Dann war ihm nicht mehr kalt. Danke, lieber Martin, es ist mir nicht mehr kalt. Und der heilige Martin ist nach Hause geritten. Rupp, 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 rupp. Und hat sich am Abend niedergelegt. Und in der Nacht ist ihm der Jesus erschienen. Ich habe mein Kreuz für den Jesus. Der Jesus hat gesagt, heiliger Martin, kannst du dich an den Bettler erinnern? Ja, den kann ich mich erinnern. Der Bettler war ich, Jesus. Und den Mantel, den hast du mir geschenkt. Das ist die Geschichte vom heiligen Martin. Und ich wünsche euch allen noch ein schönes Martinsfest.